So, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich bin aus Atem. Heute ist Montag und ich war gerade beim Sport. Allerdings nicht allzu lang, also nur etwas über eine Stunde, glaube ich. Weil ich jetzt mit Jana und Tabea Fußball gucken gehe. Also bei Tabeas Freund gucken wir jetzt gleich zu. Und ich bin ein bisschen spät dran, ich muss nämlich noch Jana abholen, weil ihr Auto so ein bisschen im Arsch ist. Deswegen, ja, mache ich mich auf den Weg. Auf dem Weg will ich jetzt auch noch schnell die Schön für mich Box abholen, die ich ja bei Rossmann gewonnen habe. Und ja, sorry, dass ich jetzt hier so rumwackel gerade, aber das ist jetzt der Plan. Das werde ich jetzt machen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, los geht's. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch schon wieder. Ich bin so K.O., wie ihr vielleicht an meinem Outfit erkennen könnt. Ich war gerade beim Sport und heute waren es 32 Grad. Ich habe so geschwitzt wie noch nie, also wirklich. Mir lief der Schweiß einfach nur so runter, es war so eklig einfach nur. Aber es ist kein Wunder, bei 32 Grad und dann Sport machen ist das schon ganz logisch. Jetzt ist es am Gewittern, wie ihr vielleicht hört. Und heute kamen voll früh meine Look Incredible Boxen an, wobei es wieder ein ganz kleines Problemchen gibt. Werdet ihr auch noch im Video sehen, aber ich hatte es ja schon mal, dass ein Lippenstift kein Produkt innen drin hatte. Und ich habe, das ging super gut, also mit dem, dass ich den geschrieben habe und ich ein neues Produkt bekommen habe, alles kein Problem. Aber das ist jetzt schon wieder der Fall bei einem Lidschatten. Das ist so ein Flüssig-Lidschatten, also nicht flüssig, sondern so ein Creme-Lidschatten. Und war bei mir einfach kein Produkt drin. Und ich denke nur so, warum immer ich? Ich meine, es ist ja nicht schlimm, es kann ja mal passieren. Aber warum zweimal bei mir? Oh. Also irgendwie weiß ich mir nicht, ob ich Gewitter so richtig geil finde. Manchmal finde ich es so richtig cool. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst. Ich weiß auch nicht. Bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, auf jeden Fall sind die heute angekommen. Dann muss ich dann halt morgen nochmal hinschreiben, damit ich nochmal ein neues Produkt kriege in der nächsten Box. Und ich habe mir was gegönnt. Mal einmal im Leben. Nein, Spaß. Ich habe mir Revitalash oder Revitalash oder wie man auch es immer aussprechen mag, habe ich mir gekauft. Und zwar die 2 Milliliter, weil bei Douglas waren die 3,5 ausverkauft. Und da gab es irgendwie 20% für Beauty Card, Douglas Card, Besitzer, sag ich mal. Und dann hat sich das schon ein bisschen gelohnt, muss ich sagen. Ne? Weil Revitalash, das ist ja auch kein Versuch, sage ich mal. Man weiß, dass es was bringt. Jeder berichtet darüber, jeder sagt es bringt wirklich was und ich glaube da auch fest dran. Ich hatte schon mal eins, was wirklich was gebracht hat und das hier soll das Beste vom Besten sein. Deswegen will ich das mal testen, damit meine Wimpern schön lang werden. Ich habe zurzeit das von Balea in Benutzung. Das habe ich jetzt auch erst seit 2-3 Tagen, nee, seit einer Woche. Habe das jetzt aber erst 2 Tage benutzt und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das... Es bringt... weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich das erst noch ein bisschen länger benutzen und dass ich das erst zur Seite stelle und es dann irgendwann benutze. Oder ob ich das vielleicht immer abends benutze und das andere mal morgens. Weil ich möchte jetzt das von Balea, das habe ich jetzt schon aufgemacht und ich möchte jetzt auch nicht, dass es für Müll ist. Ne? Deswegen möchte ich das eigentlich auf jeden Fall weiter benutzen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich denke, man kann das bestimmt auch so machen, dass ich das eine morgens, das andere abends benutze. Ich denke, was sollte dagegen sprechen, oder? So werde ich es, denke ich, machen. Ja, mir ist mega warm. Ich werde jetzt, denke ich, duschen und vielleicht noch ein bisschen aufräumen und sowas. Ja, und dann sehen wir uns eventuell morgen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe voll viel auf der Arbeit gerade zu tun. Und ich denke, ich werde morgen ein bisschen länger arbeiten. Und ja, muss ich mal gucken. Hallo am Freitag. Kleiner Spoiler auf etwas, was ihr schon, worauf ihr lange gewartet habt. Dieses Video kommt ja jetzt alles gut, geht am Dienstag und am Donnerstag gibt es eine Verlosung. Freut euch. Also alle das Video Donnerstag gucken, das wird die Schön für mich Box sein und danach gibt es eine Verlosung. Also endlich ist es soweit.
Ja, jetzt, ich bin gerade so ein bisschen am Musical und einfach so eine Rock Spotify-Playlist. Und ja, ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen, weil ich habe super Hunger. Und ja. Also das ist mir jetzt noch nicht so viel geplant für heute. Ich wollte gleich noch ein bisschen aufräumen. Und nachher eine Runde Player Unknowns Battlegrounds spielen. Habe ich mir jetzt auch mal geholt, weil ich es immer bei Curry und Mafuyu sehe. Und ja, ich möchte es auch gerne spielen. Oder bei Pandoria, die spielt es ja momentan auch. Und ich würde gerne auch mal bei so einem Spiel bei denen mitspielen. Deswegen, gestern hatte ich es endlich gesehen und ich dachte mir so, oh, ich will es jetzt auch endlich haben, dass ich da mitspielen kann mit denen. Und deswegen habe ich es mir jetzt geholt und ich hoffe, ich bin dann beim nächsten Livestream, dass ich es mitkriege, wenn ein Livestream von Mafuyu kommt. Und dann spiele ich mit. Vorher natürlich erst nochmal üben, deswegen. Also das soll in 2 Stunden 14 Minuten endlich mal fertig sein, die Installation. Bin ich gespannt. Und auch mal wieder Dead by Daylight würde ich mal wieder spielen, deswegen, ja. Mal gucken. Habe ich sonst was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich melde mich eventuell im Laufe des Tages nochmal. Ansonsten erst morgen, ihr werdet sehen. Habe ich gerade auf Pause gedrückt. Ich bin gerade erstmal voll am linken Park hören. Ja, darüber wollte ich eigentlich noch sprechen. Hatte ich heute voll vergessen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mitgeredet. Inzwischen der linken Park-Sänger hat sich umgebracht. Finde ich krass. Also ich habe gestern von Mafuyu gerade einen Livestream geguckt. Und auf einmal hatte das wohl da wer erwähnt und er war auch total geschockt, weil, also ich auch, weil ich konnte es auch erst nicht glauben, dass er sich umgebracht hat und so. Und ja, ich war jetzt, also ich habe Linkin Park schon gehört. Ab und an mal ist ja schon so meine Musikrichtung. Aber man ist mit der Musik halt irgendwo, also ich, groß geworden. Zu der Zeit war das ja so ziemlich aktuell, sag ich mal, damals so in der Schulzeit. Das hat man einfach gehört. Und ich bin ja auch so ein Rock am Ringgänger, da waren die auch. Also ich habe sie da jetzt noch nicht live gesehen, weil immer als ich da war, waren sie, glaube ich, nicht da, leider. Ich wollte die immer mal sehen, weil ich finde die Musik einfach richtig gut. Also damals, jetzt die neue, das neue Album, was erst vor kurzem rausgekommen ist, ist nicht mehr Linkin Park gewesen, finde ich. Das war mir nicht mehr hart genug, sag ich mal. Und ja, dann habe ich das gehört und ich war gestern echt so fertig. Also ich wusste gar nicht, ich habe mir nur die Nachrichten durchgelesen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Ja, aber es ist jetzt, es stimmt. Und heute Morgen lief das auch noch im Radio und dann lief so ein Lied und mir kamen wirklich die Tränen dann. Also was irgendwie voll dumm ist, weil ich meine, ich habe mit dieser Person nichts am Hut, sag ich mal. Ich kenne sie nur so von den Liedern. Und Chester hat ja auch bei dem letzten, also bei meinen Lieblingsfilmen mitgespielt, was Saw ist. Und im 7. Teil, das ist der 7., der letzte, da hat er ja mitgespielt. Es war nur eine kurze Rolle, wo er kurz im Auto da klebte. Aber ja, das fand ich damals so cool, dass der Sänger von Linkin Park in einem Saw-Teil mitspielt. Und ja, wollte ich gerade einfach nur irgendwie drüber reden, weil ich finde das so krass, dass der tot ist. Man wusste ja schon, dass der Depressionen hat, drogensüchtig, Alkoholproblem, das wusste man ja von dem eigentlich. Aber ja, man kann natürlich nicht in den Kopf der Leute reingucken. Ist wahrscheinlich auch mega hart, ich meine, mit den ganzen Medien, wie der vielleicht zerrissen wurde und. Ja, keine Ahnung. Ich kann das, viele sagen dann so, oh, ist der dumm, dass der sich umgebracht hat und keine Ahnung was, aber man kann sich ja in die Person nicht reinversetzen. Ich meine, klar, ist scheiße, er hatte eine Frau, er hat 6 Kinder, die jetzt ohne ihn zurechtkommen müssen, was natürlich nicht gerade geil ist, kann man nicht sagen, ne? Aber man weiß halt nicht, was bei der Person los ist. Und wenn er sich dazu entschieden hat, finde ich es okay, muss ich ganz ehrlich so sagen. Viele sagen, es ist unverantwortlich, wenn man Kinder hat und. Aber ich finde, jeder hat das Recht, selbst auszusuchen, wann sein Leben zu enden hat, sehe ich so. Klar, man sollte gut drüber nachdenken und nicht einfach aus Reaktion da eben mal eben, also überreagieren und dann sein Leben beenden, so meine ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, jede Person hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob man weiterleben möchte oder ob man es nicht möchte. Von daher finde ich es okay. Ich finde es schade, ich finde es natürlich tragisch, auch gerade für die Familie. Aber wenn er den Weg gewählt hat, wird es einen Grund haben. Das macht man ja nicht einfach aus Spaß. Und ja,
das denke ich so darüber, aber ich finde es halt einfach nur krass, weil wie gesagt, ich bin mit den Liedern von Linkin Park einfach so aufgewachsen. Ich habe das super gern gehört, wenn es im Radio kam, erstmal Radio lauter gemacht. Und ja, voll schade, ich wollte auch unbedingt mal aufs Konzert nochmal oder halt dann bei Rock am Ring, wenn sie dann da gewesen wären. Nächstes Jahr gehe ich vielleicht oder übernächstes wieder. Da hätte ich es mir auf jeden Fall angehört und jetzt wird das nicht mehr möglich sein. Ne? Vielleicht gibt es irgendwann einen neuen Sänger, aber dann will ich sie nicht mehr hören, weil der Sänger gerade, der hatte diese geile Stimme und der hat diese Band zu was Besonderem gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es die Band weitergeben wird. Ich glaube nicht, dass sie sich einen neuen Sänger suchen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Linkin Park ist Geschichte und ja, kam halt gestern sehr überraschend so. Aber ja, wie gesagt, es ist, wie es ist, hat seine Gründe. Und ich muss jetzt aufhören, darüber zu reden. Das macht mich immer so traurig, weil ich mir so denke, so, oh, wie kann einem Menschen es so schlecht gehen, dass man das wirklich dann durchzieht. So, ich meine, vielleicht denkt man mal drüber nach oder so, aber dass man das wirklich dann durchzieht, dass man keinen anderen Ausweg hat, dann muss es einem schon echt miserabel gehen. Und es tut mir einfach sehr leid für die Person und ja, naja, wir hören jetzt auf mit dem Thema. Ich will jetzt nicht alle depressiv machen, die das Video gucken. Hallo, heute ist Samstag und ich habe mich gerade so ein bisschen geschminkt, nur die Augen und so ein bisschen Grundierung, weil ich jetzt ein Video drehe für Make-Up Factory, wo es um Konturieren geht und das werde ich jetzt gleich drehen. Habe hier hinten schon das Licht aufgebaut und dort die Kamera. Ich werde jetzt noch kurz Haare kämmen und dann lege ich los, das Video zu drehen und danach drehe ich noch zwei Videos für mich selbst und zwar die zwei Look Incredible Boxen dort. Die werde ich heute auch noch abdrehen. Dann habe ich erstmal ein bisschen was auf Reserve, dann muss ich alles noch schneiden und hochladen. So, da habe ich wenigstens schon mal gedreht, genug. Ja, das mache ich jetzt. Ich höre übrigens immer noch Linkin Park. Ich weiß auch nicht, habe ich gestern tatsächlich den ganzen Tag, also ich habe wirklich den ganzen Tag Linkin Park rauf und runter gehört. Ja, das ist doof. Ach so, und ich habe mir Player Announced Battlegrounds geholt, für alle, die so ein bisschen auf Zocken abfahren, also die auch zocken vielleicht. Habe ich mir jetzt geholt, weil das spielen jetzt im Moment auch ganz viele Let's Player. Und warte, ich mache mal kurz ein Lied auf Stopp, das irritiert mich gerade. Und das habe ich eben das erste Mal angezockt, gestern hat es halt die ganze Zeit installiert. Und da habe ich es eben gespielt. Und beim ersten Mal spielen, da war ich noch so, hä, wie wechsle ich meine Waffe? Wie lade ich nach? Wie lege ich mich hin? Wie mache ich überhaupt irgendwas? Das habe ich jetzt hingekriegt. Also die erste Runde lief so ab. Ich war im Haus, habe versucht, das alles herauszufinden. Dann kam aber schon die Zone, muss ich rennen. Habe ich auf einmal mein Auto gehört, leg mich hin und dann wurde ich eine Sekunde später von hinten überrollt mit dem Auto. Hatte nicht einen Spieler in dem Spiel gesehen. Und dann jetzt zweite Runde lief schon besser. Also ich wusste dann, habe dann alles gecheckt, wie man was macht, wie man visiert und sowas und wie man Waffe wechselt, all sowas. Habe ich hingekriegt. Und ich bin ziemlich zum Schluss abgesprungen, die anderen schon relativ weit vorne, sodass bei mir in der Umgebung überhaupt gar keiner gelandet ist, was richtig lustig war. Und ja, ich erstmal dann in Ruhe alles gesammelt und so. Dann bin ich ein bisschen mit der Zone, am Anfang ging das noch, bin ich bei der Zone geblieben so ein bisschen, also dass ich da mitgegangen bin. Und auf einmal war die Zone ganz am anderen Ende, ne? Dann musste ich rennen und rennen, durch die ganze Map gerannt, keinen einzigen Spieler gesehen. Dann musste ich nochmal so weit rennen und habe auch keinen Spieler gesehen. Ja, und dann war ich schon ganz gut. Also ich glaube, es waren noch so um die 30, da hatte ich dann so eine gute Platzierung so ein bisschen im Wald gefunden. Habe mich dann dahinter gestellt. Warum klingelt es hier gerade? Und Postbote. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde ich einfach erschossen. Ich hab den Spieler nicht gesehen, keine Ahnung, wo der war. Ich habe gar keinen Spieler in zwei Spielen gesehen, schon traurig. Naja, ich übe gleich weiter. So, ich habe gerade drei Videos gedreht. Einmal das für die Firma und zwei Look Incredible Boxen. Und irgendwie geht es mir nicht gut. Ich weiß auch nicht, ich habe so Kopfschmerzen und ach, keine Ahnung. Irgendwie ist mir heute nicht so gut. Kann auch daran liegen, dass ich meine spezielle Woche im Monat habe. Ah, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich spiele jetzt noch eine Runde Battlegrounds, bevor ich das Chaos, was ich jetzt hier wieder angerichtet habe, beseitige. Ja, ich glaube, ich spiele eine Runde Battlegrounds. So, ich ziehe mal gerade den Stuhl hier mit.
So. Ach, kurz mal hier ran. So. Mach ich mal kurz mein PC wieder an. Oh, warum geht's mir so kacke heute? Also, ich dachte gerade erst, weil ich zu wenig getrunken habe, aber eigentlich trinke ich heute gar nicht so wenig. Ich habe keine Ahnung. Und übrigens kriege ich es nicht. Scheiße. Habe ich mir eben aus meiner Rossmann-Box hier diesen... Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Ja, kurzer Spoiler, in meiner Rossmann-Box waren Luftballons drin. Und ja, keine Ahnung. Hatte ich einfach Bock drauf, hier so einen Luftballon zu haben. So kleine Dinge im Leben können dann auch glücklich machen. Wie so ein Luftballon. Ja. Wie gesagt, ich spiele jetzt eine Runde Battlegrounds. Ich muss noch ein bisschen üben, weil ich habe mir gedacht, ich könnte auch, wenn ich jetzt demnächst mal wieder Battlegrounds zocke, was soll ich jetzt sagen, eine Runde mal wieder aufnehmen für meinen Let's Play-Kanal und ja, aber jetzt noch nicht, weil sonst blamiere ich mich des Todes, weil überrollt werden und keine Ahnung was, nicht so geil. Ja, das mache ich jetzt. Übrigens wurde ich beim einen Mal, wo ich einfach hinterrücks erschossen wurde und trotzdem keinen Spieler gesehen hatte, wurde ich aber 21. Ich habe sehr defensiv gespielt, glaube ich, obwohl ich bin mitten durch die Karte gerannt. So, jetzt nur noch zu Steam kurz. Wo ist Steam? Da ist Steam. Und dann wird eine Runde gespielt. Scheiße. Bin gerade 16. von 96 geworden, ist ja nicht so schlecht. Ich hatte wie die ganze Zeit keinen Spieler gesehen. Jetzt am Ende, als die Zone kleiner wurde, hatte ich dann endlich meinen Spieler gesehen und habe mich hinten rangeschlichen. Und dachte ich, okay, jetzt kannst du schießen. Und dann habe ich geschossen und ich habe ihn auch zweimal ganz gut erwischt, aber er war noch nicht tot und dann wusste er, wo ich war. Und ich habe das erste Mal geschossen, ne? Also komm. Ich spiele jetzt noch eine Runde. Oh Mann, das ärgert mich gerade. Schade. Aber es war schon ganz lustig. Also ich habe mich so schön rangeschlichen. Also ich spiele wirklich sehr defensiv, erst wenn ich mir sicher bin. Ich hätte vielleicht auch gar nicht schießen sollen. Naja, ich übe noch. Ich bin noch in Übung. So, jetzt mal gucken, wie fit ich jetzt gleich werde. Das Spiel macht echt Bock. Ich hoffe, dass heute noch ein YouTuber irgendwie ihn streamt. Weil ich habe voll Bock mitzuspielen. Naja, jetzt geht's erstmal weiter. Oh yes! Schaut mal, seht ihr das? Ich bin Vierte geworden von 93 und ich habe sogar gerade einen umgebracht. Der hatte mich sogar schon gesehen und ich hatte mich so versteckt. Also es war wirklich nur, wir waren halt noch zu fünft und der Kreis war halt schon richtig eng. Der hatte mich gesehen und ich hatte auch schon gedacht, der bewegt sich da die ganze Zeit was und dann wollte er gerade so zielen. Da habe ich ihn schnell geschossen. Richtig geil, hat Spaß gemacht. Vierte geworden, yay! Yeah. Aua! Ja, geil. Läuft bei mir.